Adresse in Dänemark. Er hat seine Flucht vorbereitet. Wahrscheinlich ist er auf dem Weg dorthin. Den Wagentyp kenne ich nicht. Wenn er das Kind bei sich hat, dann haben wir eine gute Chance, dass er auffällt. Ja, ich höre. Zum Todeszeitpunkt rufen der Transkraftstatistiker einen Notruf in der Zentrale. Der Kollege hat dann sofort zurückgerufen, aber es ist niemand rangegangen. Dann hat er den Schneider losgeschickt. Auf euch wieder Teil der Reihe ging's gut. Die Nummer wurde zu einem Prepaid-Handy. Die SIM-Karte hatte die Dame eigentlich schon vor Monaten verloren.